Hi, ich hoffe, dass ich dir heute helfen kann mit diesem geilen Tipp. Vielleicht kennst du das. Du hast irgendwo ein richtig geiles Foto gemacht oder ein Video, vielleicht mit 4K, 60 FPS. Und genau so willst du es jemandem schicken, damit er das sieht, was du aufgenommen hast, weil es einfach cool aussieht, ja? Und dann schickst du es per WhatsApp und da kommt nur noch Pudding an, wenn du verstehst, was ich meine, ja? Und dann wirst du vielleicht auch noch gefragt, sag mal, hast du das Video oder das Foto mit einer Schere aufgenommen? Ja, es gibt eine Lösung oder sagen wir zwei, wie man es in Originalqualität von iPhone zu iPhone schicken kann oder auch an andere. Und das will ich euch heute zeigen. Wenn es dir natürlich total egal ist, welche Qualität du verschickst und es bei anderen ankommt, dann kannst du nahezu alles machen, jeden Messenger benutzen und einfach schicken. Wenn du aber dir denkst, Mensch, ich habe jetzt ein iPhone, eines der besten Smartphones, zumindest weltweit, mit richtig guten Kameras. Warum nicht auch das Ganze teilen? Methode 1 habe ich vorweggenommen, das ist nämlich WhatsApp, das gängigste überhaupt. Ja, das ist von vielen genutzt. Ja, mittlerweile gibt es auch WhatsApp-Gegner. Ganz gleich, darüber wollen wir hier jetzt nicht reden. WhatsApp kann zumindest noch nicht in Originalqualität verschicken. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen Messenger, der das kann. Aber wie gesagt, die Masse nutzt WhatsApp und ja, da wollen wir nicht hin. Wir wollen zur Originalqualität. Und das geht zumindest von iPhone zu iPhone. Und iPhones gibt es ja auch sehr viele. Und wie gesagt, man kann das auch mit der ersten Methode verschicken, die ich jetzt ansprechen werde, und zwar über den iCloud-Link. Ja, man kann es über iCloud-Link verschicken an jeden. Oder aber man verschickt es über iCloud Drive. Bedeutet, über iMessage kannst du leider nicht in voller Qualität, in der Originalqualität deine Videos verschicken. Foto kann sein, aber kein Video. Also fällt auch iMessage weg. WhatsApp fällt weg. Die anderen will ich gar nicht erwähnen. Drum bleiben die zwei Möglichkeiten. Und so geht's. Also ich habe jetzt hier einen kleinen Sprung gemacht. Ich bin bereits in den Fotos und habe mir ein Foto ausgesucht. Für dieses Beispiel nehme ich einfach mal ein Foto. Also ich habe gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten zu teilen. Also ihr drückt hier unten auf den Teilen-Button und dann kommen hier schon Vorschläge, die ihr nutzen könnt, entweder per iMessage oder per WhatsApp oder vielleicht manchmal auch mehrere Messenger. Und hier könnt ihr noch separat wählen, was ihr oder wohin ihr es verschicken wollt. Aber der Trick ist jetzt folgender. Eine Möglichkeit habe ich übrigens übersprungen, und zwar AirDrop. Natürlich, wenn ihr neben jemandem steht, dann nutzt ihr AirDrop und keinen Messenger. Aber davon ist jetzt eigentlich nicht die Rede, sondern hier oben. Das ist das, was viele eben nicht klicken, nicht wissen. Diesen Option-Knopf müsst ihr drücken. Und dann Möglichkeit 1, ihr verschickt es per iCloud-Link, dann müsst ihr iCloud-Link klicken und das ist wichtig, alle Fotodaten. Hier steht nämlich, oder ihr könnt es ja selber lesen, mit alle Fotodaten werden Fotos und Videos in Originalqualität zusammen mit dem Bearbeitungsverlauf und Metadaten bla bla bla. Ja, das habt ihr jetzt gesehen. Also iCloud-Link, alle Fotodaten, fertig. Und dann könnt ihr tatsächlich einfach jemanden wählen, hier oben, entweder habt ihr hier schon den Vorschlag drin oder ihr klickt dann auf Nachrichten, ihr seht schon, iCloud-Link vorbereiten und dann öffnet sich automatisch Nachrichten und dann könnt ihr eben den Empfänger eingeben und losschicken und dieser bekommt dann das Original-Foto oder Original-Video zum Runterladen. Ich habe es nämlich nicht vorgelesen, den oberen Teil. Beim Senden nur mit Nachrichten wird mit automatisch das beste Format ausgewählt, basierend auf der Dateigröße und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ihr klickt ja dazu noch Fotodaten und das ist dann Originalqualität. Das war die Möglichkeit 1, sage ich mal, ne? Abgesehen von AirDrop. Die andere Möglichkeit ist, da müsst ihr genauso vorgehen. Ihr drückt auf Optionen, allerdings wählt ihr hier nicht iCloud Link, sondern einzelnes Foto und lasst das aktiviert bzw. aktiviert das, drückt auf Fertig und dann in Dateien sichern. Ja, dann öffnen sich Dateien. Ich mache das hier mal weg. So, iCloud Drive. Und dann habe ich unten schon zwei geteilte Ordner. Ihr wählt einfach den Ordner aus, den ihr mit jemandem geteilt habt. Dort könnt ihr Personen hinzufügen, wegnehmen, wie auch immer. Und ihr könnt es sogar hier noch umbenennen, wie das Foto heißen soll.
und könnt es dann sichern. Ja, ich sichere hier mal und dieses Foto ist jetzt in iCloud Drive gesichert und verfügbar für den Empfänger. It's easy like that. So, nun kennst du die beiden Möglichkeiten. Es ist easy, einfach für jeden und der Empfänger hat es auch leicht. Und iCloud Drive kannst du für alles verwenden, also für alles, was es früher bei diesen alten Windows-Rechnern gab, ja, den Windows Explorer, da konntest du auch irgendwas reinpacken und so kannst du in iCloud Drive auch alles reinpacken, also nicht nur Fotos, Videos, über den iCloud Drive Ordner kannst du alles verschicken, nicht nur Fotos und Videos. Ist auch nicht schlecht. Und in dem letzten oder vorletzten Video, da oben links müsstest du mal klicken, da erkläre ich die Neuheiten von WhatsApp 2022. Wie gesagt, es kommt vielleicht, wir wünschen es uns, dass auch über WhatsApp Originalqualität verschickt werden kann. Datenvolumen hin oder her, muss man selber wissen, ob man das dann oder wie man es möchte, aber vielleicht wird es dann möglich sein. Aber bis dahin könnt ihr eure Apple-Methode nutzen und die funktioniert wunderbar, kann ich nur empfehlen. Wenn ich euch zumindest hierbei helfen konnte und ihr es gut findet, dann würde ich mich riesig über ein Like freuen und dann könnt ihr auch gleich diesen Kanal abonnieren, einfach auf Abo klicken, dann die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ich werde zukünftig mehr Apple-Videos posten, iOS, Watch, OS, was weiß ich. Erkläre von Anfänger bis Fortgeschrittener, was mir alles einfällt, was ich kann, was für mich Standard ist, für viele aber nicht. In diesem Sinne, wir hören uns, ihr guckt mich nächstes Mal auch wieder, oder? Bis dann, euer Wojtek.